Guten Tag. In dieser Anleitung erkläre ich Ihnen, wie Sie Ihrer Anlage einen Funkzwischenstecker hinzufügen und somit das automatische Einschalten von Elektrogeräten steuern können. Stecken Sie zuerst den Funkzwischenstecker in eine 230 Volt Netzsteckdose. Stecken Sie dann Ihr Elektrogerät in den Funkzwischenstecker. Achtung! Berücksichtigen Sie die maximal zugelassenen Stromstärken je nach Gerätetyp. Siehe Gebrauchsanleitung. Mit Ihrer Live-In 2 App können Sie Ihre Steckdose per Smartphone direkt steuern und somit die angeschlossenen Elektrogeräte bedienen. Wie geht das? Ganz einfach. Zuerst müssen Sie Live-In 2 als Fernsteuerung hinzufügen. Öffnen Sie das Menü Einstellungen und klicken Sie unten auf die Taste Hinzufügen eines Gerätes. Wählen Sie die B-Herz-Technologie und dann den Gerätetyp Motoren Empfänger. Sie müssen jetzt wählen, ob Ihre Steckdose bereits über eine Fernsteuerung oder einen Wandsender gesteuert wird. Falls dies nicht der Fall ist, klicken Sie auf Nein, um Ihren Funkzwischenstecker Suchen direkt zu starten. Ansonsten klicken Sie auf Ja, um Ihren Funkzwischenstecker in den Pairing-Modus zu schalten. Drücken Sie hierfür 3 Sekunden lang die Taste PROG auf der Fernsteuerung oder am Wandsender. Die Suche wird gestartet und kann bis zu einer Minute lang dauern. Bravo! Ihr Funkzwischenstecker wurde Ihrer Anlage hinzugefügt. Drücken Sie auf Ihre Geräte testen, um einen Testbildschirm zu öffnen, auf dem Sie die einwandfreie Funktionsweise dank der Befehlstasten On und Off prüfen können. Durch Drücken der Taste On schalten sich die Leuchtanzeige des Funkzwischensteckers und das Elektrogerät ein. Durch Drücken der Taste Off schalten sie sich automatisch aus. Die Konfiguration mit dem Stiftsymbol umbenennen und beenden. Jetzt finden Sie Ihr Elektrogerät in Ihrem Gerätemenü vor und können es direkt ansteuern. Praktisch! Dank der Technologie mit Infofeedback gibt Ihnen dieser Funkzwischenstecker an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Und zuletzt, nicht vergessen, Sie können ebenfalls ein Programm Zeitpläne hinzufügen, damit sich Ihr Funkzwischenstecker zu den gewünschten Uhrzeiten automatisch ein- und ausschaltet. Wir empfehlen Ihnen, die anderen Tutorials und weitere Informationen auf der entsprechenden Website zu entdecken.